ich weiß, dass die ganze Branche betroffen ist. Also ich weiß von so vielen Leuten, die auch Spielfilme machen, die nicht drehen konnten und wo die MFG dann eingestiegen ist, um letztendlich das Schlimmste zu verhindern. Also für uns alle war das und ist das immer noch eine große, eine Rieseneinschränkung letztendlich unserer Arbeit. Eigentlich war es sehr schön. Wir haben 60 Einreichungen insgesamt bekommen und mussten ja 20 auswählen. Das war eigentlich gerade das Problem. Wir wollten gar nicht so viele Einreichungen. Wir wollten ja, dass das auch für die Filmemacher jetzt nicht einen Riesenaufwand darstellt, jetzt da das alles einzureichen und nachher den Auftrag nicht zu bekommen. Aber auf der anderen Seite, es waren schöne Projekte dabei, war es auch ganz gut, da ein bisschen auswählen zu können. Und es ging letztendlich, es ist keine Fördermaßnahme, aber es ging letztendlich darum, dass man auch in diesen Zeiten, wo ja viele Aufträge weggebrochen sind, dass man jetzt mit nicht so einer riesenaufwendigen Recherche trotzdem ein bisschen einfach noch arbeiten kann an Filmen, die ja zum Teil auch ausgeblieben sind, weil man ja gar nicht mehr drehen konnte. Und jetzt, Gott sei Dank, kann man jetzt auch wieder drehen. Also die meisten Filme sind natürlich oft Rückblicke auch, weil es ist ja auch oft schon geschehen. Aber ich glaube, das sind ganz interessante und witzige und originelle Beiträge dabei.